geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zur MyTeam-Karriere. Sechstes Rennen der zweiten Saison heute beim großen Preis von Spanien. Auf einer meiner Lieblingsstrecken dieses Jahr, muss ich wirklich sagen. Das macht mega viel Spaß mit diesem neuen letzten Sektor dort. Oh, und wir haben einen Fahrerrücktritt. Alonso. Genau, zum großen Preis von Spanien kündigt er das an. Hätte ja eigentlich in der letzten Saison schon zurücktreten sollen. Da kam diese Meldung auch schon. Ich schätze mal, dass es jetzt dann wohl wirklich passieren wird. Sehr, sehr schade natürlich. Aber wenn man sich seine Leistungen so anschaut, wird es vielleicht allmählich Zeit. Hier in-game zumindest. Im Real-Life ist das natürlich noch weit davon entfernt. Das Chassis-Einrichtungs-Upgrade soll gleich noch ankommen. Am Tag des Rennwochenendes. Und dann haben wir in der Chassis-Einrichtung Zugriff auf ultimative Upgrades. Ich würde vorschlagen, da holen wir uns dann auch direkt eins. Oder spulen wir mal die Zeit vor. Ich habe gerade irgendwie kurz überlegt, ob ich nicht irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nicht. Da ist das Ding da, Typ 3 jetzt hier bei der Chassis-Einrichtung und somit, wie gesagt, die ultimativen Upgrades, oder ist das schon ein ultimatives? Ja genau, das ist schon eins. Wird auch gar nicht so ewig dauern, bis das ankommt, aber das gibt einem halt einen Riesensprung. Oh, es ist aber auch nicht mal so teuer, ne? 2200 habe ich mir jetzt irgendwie teurer fast vorgestellt. Haben wir noch andere Ultimative zur Verfügung? Ja, Reifenabnutzung oder Gewichtsumverteilung? Ich glaube, da ist die Gewichtsumverteilung erstmal besser. Oh, hier oben sind jetzt auch, ich glaube, jetzt erst die Bremsen-Upgrades freigeschaltet. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die machen möchte. In den letzten Spielen hatte ich echt eher immer das Gefühl, dass die Bremsen-Upgrades einen hindern, dass die einen langsamer machen fast. Weil die Bremsen dann so viel Power haben, so viel Druck haben, dass man sich gefühlt in jeder Kurve nur verbremst. Außer man fährt da irgendwie 50% Bremsdruck oder so. Also das macht fast keinen Sinn. Ich würde die mal ganz, ganz hinten anstellen. Erstmal auf jeden Fall. Und wir holen uns das hier. Das soll nach Österreich ankommen und wird uns dann auch, je nachdem, was die anderen Teams machen, fast ganz nach vorne aber bringen, in der Chassis-Abteilung. Das ist doch keine verkehrte Sache. Oh ja, das ist echt so eine Strecke, die sich einfach gut anfühlt zum Fahren, mit diesen schönen, schnellen, flüssigen Kurven. Ich frage mich, ob man die letzte Kurve auch Vollgas hinbekommt. Ich glaube, mit den Upgrades im Quali-Modus, könnte das fast gehen oder nicht so ganz. Eventuell, wenn man es ein bisschen besser nimmt, kann es aber sogar funktionieren. Noch keine so tolle erste Runde offensichtlich. Beide Alphas sind vor uns. Und auch Pastor, und zwar mit einem lila letzten Sektor. Sau stark von unserem Teammate. Das hier ist eigentlich seine Strecke, ne? Hier konnte der ja diesen sensationellen Sieg einfahren, damals im Real Life 2012. Da möchte ich schon was sehen hier heute, Pastor. So ein Q2 zumindest mal. Ah, nein! Das war nicht gut, oh. Wenn die Runde nicht passt, dann haben wir echt eine Menge Druck gleich im letzten Run. Den möchte ich eigentlich ungern haben. Die letzte Kurve, die geht natürlich deutlich besser als vorhin. Vielleicht so ein bisschen lupfen, ja. So viel schneller war das aber nicht mal. Oh oh, ich glaube, das sieht nicht so toll aus. Ja, Platz 14 zwischenzeitlich. Da muss gleich was kommen, sonst erwischt es uns hier in Q1. Ja, das sieht nach einer Verbesserung aus und die muss es auch werden. Platz 18 nur zwischenzeitlich. Ich glaube, bei dem ist es geblieben. Ich glaube, da ging es nicht weiter nach vorne. Doch, Platz 16. Oh, gerade so. Auf dem letzten Platz kommen wir noch weiter in Q2. Wäre das bitter gewesen, hier rauszufliegen. Das hat sich echt nicht angefühlt wie,
wie in Qualifying, indem man in Q1 rausfliegt, so dumm gesagt. Das war echt solide, das Gefühl mit dem Auto ist super, macht Spaß hier zu fahren. Aber irgendwie war das verdammt knapp. Pastor schafft es allerdings auch weiter, war minimal schneller, eine Hundertstel so in etwa. Sehr, sehr gut, zwei Autos wieder im zweiten Qualifying. Piastri erwischt es dafür hier in Q1, das ist natürlich bitter. Ja, die Abstände sind halt minimal, ne? Der 18. ist keine Sekunde weg vom 1. Klar, liegt auch daran, dass die Strecke oder die Rundenzeit relativ kurz ist. Mal sehen, was jetzt noch möglich ist. Ich vermute, Q3 wird schwierig, obwohl da halt auch nicht so viel fehlt. Ne? Wenn wir noch ein bisschen was finden können, dann kann auch das noch möglich sein. Ah! Hilfe! Nein, da wollte ich ein bisschen zu viel. Die Sektorzeiten waren echt vielversprechend. Aber ich glaube, ein derartiger Fehler in so einem knappen Qualifying, der kann schon eine Menge ausmachen, oder? Ja, ja, das wird direkt bestraft. Platz 15 ist es am Ende. Weiß nicht, was jetzt ohne diesen kleinen Quersteher gegangen wäre, aber vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Nicht perfekt irgendwie alles. Ja, ich weiß nicht. Also, das war gut, hat sich auch gut angefühlt, aber so ein bisschen was hat da gefehlt. Wie viel Rückstand haben wir denn auf die Fahrer vor uns? Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, also Joe hätten wir noch gehabt ohne diesen Rutscher. Ich glaube, mehr wäre wahrscheinlich schwierig geworden. Und Q3 schon absolut nicht möglich. Da hätten wir eine halbe Sekunde fast schneller sein müssen. Weiß ich nicht. Also wäre da, glaube ich, nicht mehr, hätte da nicht mehr drin gesteckt. Stark von Albon, den habe ich zuletzt ja so ein bisschen kritisiert. Der haut diesen Haas hier einfach mal in die Top 10. Eventuell werden das ja mal die ersten Punkte für ihn. Aber auch gut von Pastor, der war hier auch ganz nah dran an uns. Spanien scheint echt so ein bisschen seine Strecke zu sein. Und der ist ja eh gut drauf nach dem Punkt in Monaco. Vielleicht kommt heute ein weiterer dazu. Startplatz 14 ist es am Ende sogar. Vier Positionen fehlen nur bis zu den nächsten Punkten hier in dieser Saison. Ach, heute wird mal wieder eine Soft Medium vorgeschlagen. Oder eine Soft Hard. Ja gut, das ist leicht. Da starten wir auf Softs und entscheiden dann halt im Laufe des Rennens, je nachdem wie der Verschleiß ist. Meistens ist der in Spanien schon relativ hoch, ne? Mit den vielen schnellen Kurven. Jetzt sind die ja noch schneller, oder allgemein ist die Strecke noch schneller durch den neuen letzten Sektor. Das wird interessant. Da wird vor allem der vordere linke Reifen eine Menge Spaß haben, glaube ich. In der letzten Saison hatten wir hier ja dieses Chaosrennen mit dem Regen, mit zwei roten Flaggen, mit zwei Safety Cars. Somit wird das hier jetzt das erste normale Rennen auf diesem Layout der Strecke. Mal schauen, wie das so werden wird. Ich glaube, es wird nicht ganz so chaotisch wie in der letzten Saison. Auch wenn das cool wäre. Ich hätte nichts gegen weitere rote Flaggen oder sowas. Das bringt ja immer verdammt viel Action rein. Let's go! Die Einführungsrunde hat begonnen und Sie sehen, wie sonnig es heute ist. Ich frage mich, wie sich dieses Wetter auf die Lebensdauer der Reifen auswirken wird. Das Rennen wird jeden Moment losgehen. Die Autos nehmen nur noch ihre Startposition ein und die Fahrer und Teams treffen die letzten Vorbereitungen. Extrem langer Weg vom Start bis in Kurve 1 hier auf dieser Strecke. Somit kann man von einem guten Start natürlich mehr profitieren als auf anderen Strecken, wie zum Beispiel Monaco zuletzt. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Jetzt sind wir auch noch schön unbedrängt hier außen, können spät anbremsen, weil sich niemand anders so richtig getraut hat, da außen zu sein. Somit hatten wir allen Platz der Welt und können uns hier an einigen vorbeischieben im Anbremsen. Sehr, sehr gut. Direkt hinter Carlos Sainz jetzt und auch hinter Stroll, die beide auf Medium-Reifen ins Rennen gehen. Die meisten da vorne sind auch auf Mediums. In unserem Bereich waren allerdings die meisten auf den Soft-Reifen innen vorbei. Jetzt vielleicht an Carlos. Oh ja, das müssen wir ausnutzen.
wenn wir hier so früh eine gute Pace haben mit diesen Softs. Später im Rennen wird es eher schwierig, auf dieser Strecke Plätze gut zu machen. Vorbei an Carlos hier bei dessen Heimrennen. Sehr, sehr gut. Richtig gut sogar. 4 Positionen jetzt schon aufgeholt von der Linie weg. So kann es gerne weitergehen. Und ich glaube auch, so kann es erstmal weitergehen, oder? Wenn wir jetzt diesen Reifenvorteil gut ausnutzen können, dann wird das nicht schlecht aussehen im ersten Stint. Natürlich werden die Softs dann aber früher oder später, wahrscheinlich eher früher als später, anfangen abzubauen. Und dann haben wir ein Problem gegen die ganzen Medium-Starter. Vorsichtig mit diesem Curb da innen, das kann unlustig enden. Oh, und hinten endet es vielleicht unlustig für Sainz. Der wird angegriffen von Zhou hier auf Start und Ziel. Was ein Ausgang vom Chinesen aus den letzten Kurven. Der kann auch uns direkt angreifen. Mega Topspeed da vorm Alfa Romeo. Warum sind die da vorne gerade geghostet? Albon und Stroll. Ich weiß es nicht, aber das hätte auf jeden Fall eine Kollision gegeben zwischen den beiden, oder nicht? Sehr, sehr interessant. Das war der Geist von Barcelona, ich sag's euch. Niemand kann sich so richtig absetzen, obwohl doch einer der Ferraris, also Leclerc und ein Red Bull. Dahinter staut es sich aber ganz schön und direkt an dieser Gruppe sind wir auch dran. Wichtig natürlich, so lange wie möglich im DRS zu bleiben. Einfach um vor allem die Position gut halten zu können. Mir geht's gar nicht darum, noch weiter nach vorne zu kommen, sondern erstmal nicht überholt zu werden. Dann sind wir ja echt nicht schlecht positioniert. Platz 10, das sind jetzt Punkte aktuell, wenn das Rennen hier zu Ende geht. Aber das ist noch ein ganz schön langer Weg, vor allem wenn man so fährt. Das war echt schlecht in dieser letzten Kurve. Gibt Zhou jetzt die Chance hier auf Start und Ziel mit seinem ohnehin guten Topspeed. Aber das reicht noch nicht. Oh ja, da ist das DRS auf Stroll schon mal. Im besten Fall nicht zum letzten Mal. Und ich merke schon, Albon will so ein bisschen Werbung für sich machen. Das ist eine Mega-Performance von ihm. Erstmals in dieser Saison. Platz 8 in diesem Haas. Jawohl, was heißt für diesen Haas? So schlecht ist das Auto auch wieder nicht. Aber das ist dennoch beeindruckend. Der hat noch keine Punkte in dieser Saison. Genauso wie das ganze Team. Es scheint echt gut zu gehen, hier einfach mal mitzuhalten. Ich habe nicht das Gefühl, dass die sonderlich viel schneller können da vorne. Während es zugleich auch ganz gut gelingt, von Zhou endlich mal wegzukommen. Der hätte aktuell nicht mehr das DRS. Und wird jetzt mal von Sainz überholt. Okay, der kann vermutlich schnell aufschließen, aber die haben eine Menge Zeit verloren durch das Duell. Und eventuell ist das Duell ja auch noch nicht vorbei. Carlos hat jetzt kein DRS und Zhou ist so schnell auf den Geraden, dass der bestimmt nochmal kontern kann. Oder auch nicht. Bald haben wir allerdings vielleicht mal eine Chance gegen Stroll und Albon. Das wird hier immer knapper auf Start und Ziel. Was mir allerdings so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die alle da vorne auf Mediums losfahren. Das ist jetzt gerade cool, wenn wir auf Softs sind. Aber es wird halt auch einen Grund haben, dass die auf Mediums sind. Ne? Nämlich, dass der Verschleiß wahrscheinlich ziemlich hoch ist. Und der ist bei uns eh schon nicht gering. Somit müssen wir mal schauen. Eventuell sind echt die harten Reifen keine schlechte Option dann im zweiten Stint. Je nachdem, wie sich das jetzt noch entwickelt. Oh, Stroll jetzt gegen Albon. Rad an Rad geht's da in Kurve 1 hinein. Diesmal auch kein Ghosten. Oh, das war ein bisschen sehr spät angebremst. Aber dennoch sind wir jetzt da und können das vielleicht ausnutzen, das Duell der beiden. Vorbei an Alex. Eventuell riesen Untersteuern. Das war auch echt eine schlechte Linie hier in dieser Kurve. Da wollte ich irgendwas probieren, was eigentlich gar nicht möglich ist. Schade. Aber wir sind direkt dran. Auch Sainz ist mittlerweile direkt dran an uns, konnte diese Lücke zufahren. Was geht jetzt mit dem DRS hier auf dieser Gerade? Da ist immer nicht ganz so leicht, in dieser Kurve so nah dran zu bleiben. Und das hier ist auch nicht lang genug, um überholen zu können. Spätestens auf Start und Ziel wird es aber sehr interessant. Lol. Wurden wir da gerade weggeschoben von diesem Bremsschild? Oder habe ich mir da gerade was eingebildet? Nee, das war irgendwie komisch, oder? Da, das 100er-Schild. Ja, also... Normal ist das auf jeden Fall nicht. Das Ding sollte eigentlich kaputt gehen. Seht euch das mal an. Wir fahren da volle Kanne durch dieses Schild. Und auf einmal sind wir auch so... Also jetzt sind wir drin im Schild. Und dann so einen Zentimeter weiter links irgendwie. Ganz, ganz seltsam. Chance für Sainz jetzt hier auf Start und Ziel. Und vielleicht auch eine Chance für uns gegen Albon, oder? Ich glaube, das wird es erstmal vor allem gegen Carlos gewesen sein. Oder auch nicht. Doch, der zieht das durch hier hin. War auch ein bisschen früh angebremst von uns. Ah, das mag ich immer nicht. Das mag ich nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn der vorbeizieht. Der ist eh schneller und wird in einem Ferrari nicht lang zu halten sein. Das ist klar. Aber dann soll er es auch so machen, dass es nicht 2 Minuten Zeit kostet direkt. Das ist immer saunervig. Reifen lassen nach so langsam. Wir erreichen bald die, na gut, gerade mal 30%. Es geht eigentlich für 8 Runden auf den Softs.
Was das jetzt mal gegen Carlos? Nee, der tut sich echt schwer hier auf der Gerade, solange wir das DRS auf Albon haben. Der wird das bald mal verlieren auf Stroll, so wie es aussieht. Kann dann nicht ganz mithalten. Und das ist dann natürlich die Riesenchance, um vorbeizuziehen an Alex. Oh, Sainz jetzt erstmal hier. Genau das meine ich vorhin. Was machst du da? Fahr doch einfach mit dem DRS vorbei, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein in einem so schnellen Auto. Ich möchte halt nicht den Anschluss zu Albon verlieren. Ich will da gerne im DRS bleiben. Und dabei helfen diese unnötigen Versuche, die eh zu nichts führen. Absolut nicht. Hab nämlich so das Gefühl, dass das hier gegen Alex um den letzten Punkt in diesem Rennen gehen wird. Der hat jetzt vielleicht mal das DRS auf Stroll verloren, oder? Das wäre auch eine Option, hier an Albon vorbeizuziehen, um dann so ein bisschen Puffer zwischen Sainz und uns zu haben. Oh ja, und das wird jetzt auch easy reichen. Kein DRS mehr für Albon. Darauf habe ich schon ein bisschen länger gewartet. Da geht's jetzt vorbei, auf Start und Ziel. Sehr, sehr gut. Jetzt kannst du dich damit, Sainz, beschäftigen, Alter. Ich bin froh, dass wir den los sind erstmal. Oh, sehr weit draußen in der letzten Kurve. Die Verwarnung ist da noch ganz glimpflich. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Wenn wir da ins Kies kommen, dann viel Spaß. Sainz jetzt vorbei an Albon da hinten. Ja, das macht er gut, obwohl auch nicht so wirklich. Alex hat da immer noch eine gute Chance, um dagegen zu halten. Auch gegen ihn läuft das für Carlos nicht so ganz easy. Jetzt ist er allerdings durch und es gibt Gelb weiter hinten. Irgendwo ganz im hinteren Bereich scheint jemand ein Problem zu haben. An der ähnlichen Stelle oder an der gleichen Stelle, glaube ich sogar, so ziemlich, an der in dem Rennen in der letzten Saison die rote Flagge ausgelöst wurde. Oh, auch durch ein technisches Problem. Damals war es, glaube ich, von Hamilton. Jetzt erwischt es Drugovic. Es wäre cool, ins DRS von Stroll zu kommen. Und dann haben wir vielleicht auch sogar eine Chance gegen ihn. Der fährt hier nämlich völlig alleine seine Runden. Runde 14 ist der Stopp geplant auf dem Medium-Reifen. Da kommt Sainz jetzt erneut an. Ja komm, den lassen wir jetzt auch mal ziehen. Ein bisschen früher anbremsen. Keine Lust hier Zeit zu verschwenden gegen ihn. Der soll mal zu Stroll aufschließen. Vielleicht kommt es da dann zu einem Duell, wodurch wir an Lance vorbeiziehen können, möglicherweise. Zwei Runden fehlen noch bis zum Stopp auf Mediums. Die überstehen wir auf jeden Fall noch auf diesen Softs. Ich frage mich halt nur, ob 19 Runden auf Mediums dann nicht fast viel sind. Obwohl, wenn man 12 auf Softs schafft, ne, dann sollte das möglich sein. Versuchen wir es einfach mal. Dann haben wir zumindest nach dem Stopp in den ersten paar Runden echt einen guten Vorteil gegen die ganzen Jungs hier auf Mediums. Unter anderem halt auch Albon, der wichtig ist in diesem Rennen. So allmählich wird es aber unschön zu fahren. 46% jetzt schon vorne links. Der Bruder ist, glaube ich, ganz froh, wenn er chillen kann gleich. Wir werden auch auf jeden Fall einen Undercut bekommen gegen Sainz und gegen Stroll. Die werden ein bisschen länger fahren mit diesen Mediums, aber gut, auch nicht so viel, vermute ich. Oh, Verbremser von Lance! In dieser Haarnadel hier, obwohl das ist eigentlich gar keine richtige Haarnadel mehr seit dem Umbau. Das hat jetzt eine Menge Zeit gekostet. Allerdings wird da wahrscheinlich nichts gehen, oder? Muss es auch eigentlich nicht. Und, nee, da geht eher was für Stroll gegen Sainz. Maldonado an der Box, relativ früh, vor uns zumindest mal. Ist eigentlich ungewöhnlich, dass der zweite Fahrer zuerst den Boxenstopp erledigt. Stroll ist wieder vorbei an Carlos. Das ist eine Verwarnung. Das glaube ich aber mal überhaupt nicht. Niemals, oder? Na doch. Fuck. Runde 14, ab geht's an die Box zum hoffentlich einzigen Mal hier in diesem Rennen. Vorsichtig, nicht in die Boxenmauer da außen zu schießen. Sehr, sehr guter erster Stint und auch ziemlich interessantes Rennen bislang. Ich kann echt überhaupt nicht einschätzen, in was für eine Richtung das geht. Punkte scheinen möglich zu sein, aber um die werden wir auf jeden Fall kämpfen müssen. Mediums auch bei Verstappen, der hat sich die gerade abgeholt an der Box. Das werden wahrscheinlich alle machen, die auf Softs losfahren. Ich frage mich allerdings, was zum Beispiel Pastor vorhat. Und da waren auch zeitgleich mit ihm ein paar andere drin. Wir müssen das upgraden mit dieser Boxencrew. Das kommt ein bisschen oft vor. Jetzt auch nicht super oft, aber das sind dann halt immer gleich 2-3 Sekunden, die man da verliert. Ich frage mich, was Pastor macht. Der war halt früher drin. Macht er auch die Soft Medium oder vielleicht wird es die Soft Hard bei ihm. Das kann ich mir auch vorstellen. Boah, wir sind nur noch ganz, ganz knapp vor Pierre Gasly hier, der sich die harten Reifen geholt hat. Der war vor dem Stopp meilenweit hinter uns. Das hat jetzt eine Menge gekostet. Da wird auch Albon wahrscheinlich durchschlüpfen. Ich finde es aber cool, wie viele verschiedene Strategien hier am Start sind. Es gibt Jungs, die werden eine Medium-Hard machen, welche wie wir, die eine Soft-Medium machen. Dann gibt es auch die Soft-Hard. Das ist sehr, sehr cool. Gasly kann gerade noch ganz gut Druck machen, aber das sollte eigentlich gelingen, da wegzukommen mit diesen weicheren Reifen.
Obwohl der jetzt natürlich mit dem DRS eine sehr gute Chance bekommen wird hier auf Start und Ziel. Ja, aber gut, dann ist es so. Wenn er vorbeizieht, dann können wir vermutlich auch gut mithalten. Das hoffe ich zumindest mal. Das ist, glaube ich, cleverer, als da jetzt auf Krampf dagegen zu halten. Wir können es uns nicht erlauben, noch mehr Zeit zu verlieren. Oh, lol, Ocon jetzt hier durch Kurve 3 hindurch. Oh, das wäre nicht schön. Das wäre nicht schön. Esteban möchte aber vorbei offensichtlich. Das war knapp. Hat der sich da verbremst oder war das einfach viel zu wenig Platz oder so? Ja, ne, er wird halt ein bisschen eng, gehört dazu. Aber trotzdem nicht schlecht von den Alpines. Die haben eine gute Pace auf einmal. Vor allem halt Gasly mit diesen harten Reifen. Das gefällt mir auch gar nicht. In dieser Phase sollten die harten eigentlich noch nicht schneller sein. Wenn, dann halt gegen Ende. Da ist Albon jetzt drin, als einziger, so wie es scheint. Wir werden uns Gasly wahrscheinlich wieder schnappen können hier auf Start und Ziel. Und wie sieht das dann gegen Alex aus? Natürlich war das nicht schnell von uns, aber... Ja, so ist es. Aber der musste länger mit diesen schlechten Reifen hier noch rumgurken. Und somit reicht es tatsächlich gegen den Thailänder, der auch von Gasly überholt wird. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Lila auch im ersten Sektor durch diesen mega Topspeed eben. Ocon mit Problemen an seinem Auto. Das ist ein Alpine weniger und der wird vielleicht auch diese Gruppe hinter sich so ein bisschen aufhalten. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass diese Mediums endlich mal ein bisschen ans Leben kommen. An sich sollten wir es jetzt ziemlich easy haben, ne, gegen die ganzen Jungs auf harten Reifen. Aber ganz so easy wird es wahrscheinlich nicht werden. Das sind Stroll und Sainz jetzt noch. Können wir uns vielleicht Lance schnappen? Nee, das reicht noch nicht ganz. Aber Moment, der hat jetzt kalte Reifen hier in diesen ersten Kurven. Auch in Kurve 3 natürlich. Was keine so schlechte Überholmöglichkeit ist. Da kann man schon was probieren. Hier schön ransaugen und dann in die nächste Kurve, innen rein. Oh ja. Ah, der macht's gut, der macht's gut. Fährt der Kampflinie. Dann riskieren wir es lieber nicht. Schön dranbleiben jetzt und das DRS mitnehmen. Es macht mir echt viel Spaß, dieses Rennen. Das ist sau cool. Könnte echt irgendwie in jede Richtung noch gehen. Entweder gehen wir leer aus oder wir nehmen sogar 2 Punkte mit, wenn es hier gegen Stroll noch reicht. Das sind ein paar coole Duelle. Die Strategien sind ganz unterschiedlich. Oh, so könnte es gerne öfter sein. Ah, Mann, diese letzte Kurve macht mir noch Probleme. Ich finde es schwer einzuschätzen, wie schnell man da wirklich durch kann. Der Plan ist es, Stroll jetzt erstmal nicht anzugreifen, sondern einfach hinter ihm zu bleiben, das DRS immer schön mitzunehmen auf den Geraden und dann gegen Ende irgendwann können wir hoffentlich zuschlagen. Vor allem darf es aber nicht passieren, dass der jetzt wegkommt. Das wäre bitter. Ich glaube, da hinten sieht es mal gut aus für Albon, oder? Der ist unmittelbar dran an Gasly. Pierre hat zwar noch das DRS auf uns. Oh ja, er schafft da aber nicht zu verteidigen gegen Alex. Der greift an und ist gleich wahrscheinlich Elfter oder auch nicht. Die duellieren sich. Das ist noch besser eigentlich. Beide jetzt raus aus dem DRS-Fenster. Albon muss so ein bisschen abreißen lassen. Über 1,5 Sekunden Rückstand jetzt schon für den Haas-Piloten. Während wir nach wie vor mit Stroll mithalten. Aber nicht easy. Das ist hier wirklich Quali-Runde nach Quali-Runde gefühlt. Der hat eine richtig gute Pace. Aber dennoch wäre es, glaube ich, gut möglich zu überholen, wenn man unbedingt wollen würde. Und das möchte ich auch noch im Laufe dieses Rennens. Aber nicht in dieser Phase. Das macht keinen Sinn. Vor allem, weil die Pace halt so auch gut ist. Uns hilft das, von Albon wegzukommen, wenn wir hier im DRS sind. Wichtig wird es halt sein, den richtigen Moment dann abzupassen für das Überholmanöver. Das darf nicht zu früh sein, aber es darf auch nicht zu spät sein. Nicht, dass die Reifen tot sind und wir dann keine Chance mehr haben. Albon jetzt über 2 Sekunden, 2,5 Sekunden sogar hinter uns. Den scheinen wir in der Tasche zu haben. Aktuell zumindest. Aber in 9 Runden kann auch noch eine Menge passieren. Oh oh, weit draußen. Das ist echt ein Kampf, um hier im DRS zu bleiben gegen Stroll. Das sieht jetzt mal fast sehr gut aus. Aber wisst ihr was? Jetzt, da wir einen guten Puffer auf Albon haben, probieren wir es doch mal hier in Kurve 1 hinein. Gelingt es, da wegzukommen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil Lance wirklich sehr schnell war. Aber vielleicht gelingt es zumindest, davor zu bleiben, sodass er nicht kontern kann. Das wäre ja auch schon was. Ich denke mal, hier auf dieser Gerade wird das okay klargehen. Da hat er keine Chance. Aber auf Start und Ziel, wenn der mit DRS ankommt, weiß ich nicht. Da geht wahrscheinlich nicht so viel, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall muss halt diese letzte Kurve immer sitzen und das ist eh so ein Thema hier an diesem Wochenende. Aber so ist das, glaube ich, in Ordnung. Er ist ein bisschen hinter uns, so 4 Zehntel Gelb weiter hinten. Noch jemand mit einem Problem, Tauri mit einem Dreher. Oh, und seht euch das mal an. Stroll hat so gut wie keine Chance. Ah, kommt jetzt ein bisschen ran, aber das ist kein Angriff von ihm. Nee, nee. Wer von beiden ist es denn hier? Nick de Vries auf Abwägen außen in dieser langgezogenen Kurve, wie auch immer man die nennen will. Interessant. Ah, Nix de Vries übrigens, das ist ja Magnussen hier im Alpha Tauri in dieser Saison.
Oh, jetzt allerdings der Versuch von Stroll. Okay, dann bleiben wir erstmal dahinter. Ich möchte es nicht zu einem Duell kommen lassen, einfach um Albon und Gasly hier nicht mehr ranzulassen. Und es gefällt mir auch ganz gut, da hinterher zu fahren. So hat man irgendwie so eine Orientierung, weiß, wie sehr man pushen muss, damit es schnell genug ist. Das ist leichter, als so alleine vorne zu fahren, habe ich den Eindruck. Also wenn man will, ist das nicht schwer, da zu überholen. Nächste gute Chance jetzt vielleicht mal. Wenn ich es schon anspreche, probieren wir es vielleicht. Nächster Versuch, hier vorbeizuziehen und auch vorne zu bleiben. 4 Sekunden Vorsprung jetzt in der Zwischenzeit auf Albon und Gasly. Gasly ist vorbei an Albon. Ich glaube, gegen die passiert eh nichts mehr. Oh, viel zu weit draußen. Ah, Mann. Warum? Warum jetzt? Wir müssen hier doch wegkommen, Mann. Warum passieren solche Fehler gerade in so einer wichtigen Phase? Ich weiß es nicht. Zum Glück wird es aber nicht bestraft von Stroll. Puh, das werden nochmal spannende letzte 4 Runden. Zumindest scheint aber ein Punkt relativ safe zu sein aktuell. Wie sehen die Reifen denn mittlerweile aus? Nicht mehr so toll, ne? Ein Stroll ist auf harten, die eh besser aussehen werden. Und der hat sich die harten auch noch später geholt, als wir diese Mediums. Wie läuft's jetzt auf Start und Ziel? Gibt das direkt wieder den Konter? Eine Runde nach dem Überholmanöver? Oder können wir erstmal ein bisschen davor bleiben? Und mit Überholen ERS geht das sogar. Aber ich finde vor allem auf dieser zweiten Hälfte der Gerade, da greift der Windschatten immer extrem. Da kommt man immer richtig gut angeschossen. So ist es auch bei Stroll. Aber das sieht gut aus. Ich glaube, das können wir doch wohl über die Bühne hier bringen, oder? Viele Runden sind es ja nicht mehr. Hier ist der aber auch so stark. Was soll denn das? Warum? Wir machen da doch nichts falsch, oder? Einfach Vollgas durch die Kurve. Mehr kann man ja nicht machen. Aber der kommt da im Windschatten irgendwie so gut ran jedes Mal. Das ist der Wahnsinn. Also vom Gefühl her ist das aus Kurve 3 in Kurve 4 hinein echt eine gefährlichere Situation immer. Als auf Start und Ziel, ja schon wieder, das wird ähnlich laufen für Stroll. Ich glaube, hier müssen wir echt jedes Mal schön Kampflinie fahren, ansonsten schnappt er sich die Position hier an genau dieser Stelle. Aber wenn man da verteidigt, dann hört er es natürlich schwer außen. 2 Runden noch nach dieser hier. Keine Chance für Stroll in dieser Runde, bleibt nur noch die letzte und da geht die KI ja immer ordentlich ab, wie wir wissen. Wenn es aber gelingt, den ersten Sektor zu überleben, dann war's das, würde ich behaupten. Danach bekommt er keine so gute Chance mehr. Das hier ist halt jetzt der Knackpunkt. Start und Ziel und dann vor allem Kurve 3. Das, was wir jetzt schon ein paar Mal von Stroll gesehen haben. Er holt sich ja auch den Windschatten am rechten Rand der Strecke. Möchte auf jeden Fall diesen 9. Platz auch noch haben. Da kommt allerdings nichts. Ja, doch, er bremst später, aber hat so natürlich keine Chance. Ist allerdings jetzt direkt in Schlagdistanz, direkt in unserem Windschatten. Hier durch diese langgezogene 3. Kurve hindurch. Und da wird auch der Angriff kommen. Wir müssen uns hier rechts halten, um ihn nach außen zu zwingen. Und dann ist das ein Versuch von Stroll, aber gar nicht mal so zwingend. Da war er in früheren Runden schon mal ein bisschen näher dran gefühlt. Warum leuchtet das auf? Ich weiß es nicht, aber es ist auch egal. Letzte Chance jetzt für Lance. Hier auf der DRS gerade, aber das würde mich schon sehr wundern, wenn er hier jetzt eine Chance bekommen würde, obwohl... Diese KI in den letzten Runden, das darf man nie unterschätzen. Das ist wirklich das erste Mal im ganzen Rennen, dass der hier irgendwie im Ansatz nah genug dran ist. Aber es reicht nicht. Sergio Perez gewinnt diesen großen Preis von Spanien. Wir kommen nun durch die letzten beiden Kurven. Ja, nicht mehr irgendwie Track Limits riskieren. Ich glaube, wir sind auf 2 Verwarnungen aktuell. Ja, nicht mehr das Auto ins Kiesbett hauen. Und dann ist es vollbracht. 2 weitere Punkte gehen auf unser Konto. Was für ein cooles Rennen. Das hat echt Spaß gemacht, Mann. Let's go. Doppelsieg für Red Bull hier in Spanien. Leider kein Podium für Alonso. Der hat das knapp verpasst gegen Russell. Hätte mich gefreut für ihn bei seinem Heimrennen nochmal, bei seinem letzten Jahr, so wie es scheint hier in dieser Karriere. Es war auch echt ein knappes Rennen, ne? Top 8 innerhalb von 10 Sekunden ohne Safety Car, ja. Das ist schon der Wahnsinn. Das ist meistens im Real Life der Abstand von Verstappen zum Zweitplatzierten größer als das. Das ist schon echt krass. Und auch wir nicht weit weg, ne? Nur 22 Sekunden hinterm ersten. Das ist super. Das heißt, dass wir keine Sekunde im Durchschnitt pro Runde langsamer waren bei 33 Runden. Es kann sich echt sehen lassen. Richtig gutes Rennen, Mann. Ich bin da sau zufrieden mit. Wie sah es denn bei Pasto aus? Oh, der ist ein bisschen zurückgefallen sogar noch. Auf Position 16 nur vom 15. Startplatz aus. Das ist natürlich schade. Wird auch geschlagen von den beiden eigentlich schwächeren Alfa Romeos. Albon geht am Ende punktelos aus, klar. Der konnte da dann im Endeffekt nicht ganz mithalten mit Stroll und uns, was aber eine sehr coole Sache ist. Das bringt uns jetzt in der Fahrer-WM auf 25 Zähler auf Position 9 hier im Alpine-Sandwich und in der Konstrukteurs-WM ist es ein relativ komfortabler 7. Platz nach wie vor. Ich glaube, da ist McLaren sogar wieder vorbeigezogen, ne? Da waren wir eigentlich davor.
Ja, durch die vier Punkte von Norris hat sich das jetzt aber wieder geändert. Vielleicht wird das ja so ein bisschen der Fight im Laufe der Saison. Das Ding ist halt, dass McLaren zwei gute Fahrer hat. Ne? Piastri hatte zum Beispiel in Imola ein mega Ergebnis, ich glaube den 5. Platz oder so. Mit Norris ist eh immer zu rechnen. Wir sind hier irgendwie auf uns alleine gestellt. Also 25 von den 26 Punkten, die kommen halt von uns. Mal schauen, wie sich das noch so entwickelt, diese Situation. Das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.